Ich bin der Didi Sattmann. Ich arbeite als Fotograf fürs Wien-Museum und mache Stadtdokumentation. Und wir sind jetzt in der Hermes-Villa bzw. im Forstamt der Stadt Wien. Also wir gehen jetzt durch die Forstverwaltung durch. Da war heute ein Ferienspiel und da war die Führung hier zu diesem Gespensterbrunnen. Ich glaube, das ist ein Waldgeist, der da wohnt. Also wenn man da jetzt rauf geht, das ist ja kein offizieller Weg. Aber da kommst du dann auf den Weg, der führt zum Rohrhaus. Der Lenzer Tiergarten ist ein riesiger Wald, der eigentlich das Jagdrevier der Habsburger war. Und der Kaiser Franz Josef hat 1881 hat er beschlossen, da hinten die Hermesvilla zu bauen. Und er hat dann gleichzeitig beschlossen, diese Hermesvilla der Kaiserin Elisabeth, der berühmten Sissi, dann zu schenken. Das ist unvorstellbar eigentlich, dass man jemandem sowas schenken kann. Also ich fahre fast nie mit dem Auto in der Stadt. Und am liebsten gehe ich zu Fuß, ich gehe oft stundenlang. Ja, es ist auch oft in der Dokumentation gar nicht möglich, öffentlich wo vernünftig hinzugehen. Also wenn ich zum Beispiel in Stammersdorf oder in Strebersdorf effizient fotografieren will, dann ist es besser, man geht zu Fuß. Man geht zu Fuß über die Weinberge bis am Berg rauf oder man geht wieder zu Fuß auf der anderen Seite runter. Und so bin ich eigentlich sehr gut benannt, so beim Gehen. Und ich gehe auch sehr gern. Als Fotograf hat man einfach auch mehr davon, wenn man langsam unterwegs ist, weil einfach sich manche Dinge nicht sofort erschließen. Man muss ein bisschen stehen und ein bisschen schauen und nicht nur rennen, weil sonst wird das nichts mit Fotografieren. Es geht nicht um die Oberflächen, es geht um Inhalte. Und da muss man die Oberflächen sehr genau anschauen, damit man Inhalte erkennt. Das ist auch die Hermesvilla. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen da arbeiten haben müssen, damit der Kaiser diesen Palast hat und damit die Sissi 2 Monate im Sommer da heraus sein darf, man muss es auch durchaus auch kritisch anschauen, die Dinge. Ich glaube überhaupt, dass wir die Bürger ein bisschen mehr engagieren sollen. Künstler, auch Fotografen. Also ich heiße Isabel Termine und ich arbeite unter anderem für das Wien-Museum. Ich bin da für die Vermittlung verantwortlich. Das heißt, wir zusammen mit einem Team, das auch hier zugegen ist, organisieren wir Programme, Führungen, Programme für Kinder, Programme für Senioren und Seniorinnen. Also das Wien-Museum hat sehr viele Außenstellen, dazu zählen also auch die Musikerwohnungen, das Schubert-Geburtshaus oder das Heidenhaus.